Hi Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Shamila und wie du schon im Videotitel gelesen hast, geht es heute um meinen Primer Call. Und da habe ich generell meine Basics eingekauft, zeige euch meine Must-Haves und auch ein paar Sommersachen sind dabei. Und ja, hier habe ich schon direkt diese fette Tüte neben mir und würde sagen, los geht's mit dem Video. Also als erstes kann ich schon mal sagen, habe ich einige von diesen T-Shirts hier gekauft. Das sind so ein bisschen längere, dünnere, so richtig weiche Sommer-T-Shirts, in denen man kaum schwitzt, die so richtig luftig sind. In der Größe M habe ich es nicht diesmal gekauft, sondern in S für ca. 5 Euro. Dann habe ich auch noch so ein T-Shirt. Das ist aus einem etwas festeren und dickeren Stoff. Ist auch viel, viel länger. Das könnt ihr als T-Shirt-Kleid tragen. Das geht mir bis über die Knie. Und wenn ich mich sogar nach oben strecke, sieht man nichts drunter. Das habe ich leider in der Größe XL gekauft. Und zwar für 6 Euro, weil ich mir dachte, okay, wenn es in XL ist, dann sieht es halt nicht zu sehr nach T-Shirt aus, aber das ist mir tatsächlich zu groß. Aber mit dem Gürtel geht es voll klar. Aber ich glaube, ich tausche das zurück, wenn es das auch in L gibt. Habe ich nur leider nicht gefunden. Wie schon erwähnt, habe ich halt nochmal so ein T-Shirt gekauft. Das ist auch wieder etwas länger, wie ihr sehen könnt. Aber das könnt ihr ja auch in eure Hose reinstecken oder generell, was ihr so drunter trägt. Ein Jeansrock oder so geht auch voll klar. Das habe ich diesmal in M gekauft. Für 5 Euro. Das hat hier auch einen V-Ausschnitt. Das gebe ich aber leider zurück, weil das mir ein bisschen zu groß ist. Das habe ich leider nicht anprobiert. Dann habe ich zum Thema Make-up solche Hasenohren gekauft, die man so sich über den Kopf binden kann, damit das vor Make-up schützt, die Haare. Und so sieht das eigentlich aus. Ja, für 2 Euro, falls ich das noch nicht gesagt habe. Dann kommen wir schon zum persönlichen Highlight des Hauls. Und zwar, wie ihr schon so ein bisschen gerade sehen konntet, das ist so eine schon eine kürzere, außen schwarz in neongrüne Regenjacke. Die finde ich so cool, Leute. Wirklich, wenn man die anzieht, so bei so einem schwülen Wetter, was die gerade haben, dann, keine Ahnung, sieht das so cool aus, wenn das so ein bisschen rausblitzt. Seht ihr das? Und die ging mir auch bei M zu, nur bei M war mir hier oben rum ums Dekolleté das bisschen zu eng. Deswegen wollte ich halt unbedingt eine Größe größer kaufen. Deswegen habe ich die halt jetzt in L. Die hat vorher 14 Euro gekostet und jetzt kostet sie nur noch 7 Euro. Dann, was ich auch immer mitgehen lasse, ist halt auch mitgehen lasse. Ich meine, was ich auch immer kaufe, sind Socken. 7 Paar für 3 Euro in Weiß immer. Dann habe ich mir auch zum ersten Mal Bodies gekauft. Und zwar einmal den hier. Und zwar in der Größe M für 5 Euro. Boah, Leute, sorry, falls ich ein bisschen nervös oder zittrig oder gerade das Kameraloch nicht finde, um etwas zu zeigen. Aber ich mache das auch gerade zum ersten Mal und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, ziehe ich gerne bestimmt so unter einem Top eher an, weil ich habe gerade keine Basic Tops dort gefunden, nur ein einziges. Und dann dachte ich mir so, okay, dann kaufe ich mir wieder das, weil das stecke ich mir auch eh in die Hose rein. Und ich muss sagen, das macht das Dekolleté ein bisschen voller und pusht es so ganz, ganz bisschen. Und dieser Body mit so dickeren Trägern sieht auch original aus wie ein Badeanzug. Er hat 6 Euro gekostet und ich muss sagen, der hat einen tieferen Ausschnitt und dadurch werden eure Boobs ein bisschen krasser gepusht. Also solltet ihr kleinere Brüste haben, dann sieht es bestimmt richtig, richtig gut aus. Bei ein bisschen größeren Brüsten sieht es schon so rausquellend aus. Was ich absolut bei Primark liebe, sind deren Schuhe, besonders High Heels. Ich finde deren High Heels so schön und ich habe mir dieses Paar nochmal gekauft. Und Leute, dieses Paar ist so gemütlich. Das ist in Schwarzgröße 39 mit einem Plateauabsatz. Habe ich vorher in 38 gehabt, da ist mir aber der kleine Zeh dann rausgekommen. Deswegen habe ich die mir jetzt neu gekauft. Ich kann damit 10 Stunden lang an einem Abend laufen und ich habe immer noch keine Beinschmerzen. Und dann gibt es
andere Schuhe, wo ich schon nach 6 Stunden keinen Zentimeter mehr mich bewegen kann. Und ja, die kann man zu allen tragen und gibt es auch in anderen Farben und auch ähnliche Modelle, aber das ist so mein Lieblingspaar von Primark für 14 Euro. Dann habe ich mir so eine Sporthose gekauft. Ich finde diese Sporthose richtig cool, weil die ist erstmal richtig lang, aber nicht zu lang, sondern nur bis zu dem Fuß und ich bin 1,63 oder so. Es gab auch Sporthosen, die sind so unten so immer enger geworden und dann ist sehr viel übrig geblieben, das mag ich nicht. Aber die hat hinten ja auch noch einen Reißverschluss mit einer Hosentasche, da könnt ihr euer Kleingeld oder so reinmachen, euer Handy passt leider nicht rein. Und die hat an der Seite so ein Streifenmuster, falls ihr das sehen könnt. Und das finde ich auch richtig cool. Vor allem hat die auch hier oben noch so einen hohen Bund sitzen, so dass sie euch bis zum Bauchnabel geht und nicht runterrutscht. Und dieser Stoff, Leute, das ist so cool. Das ist so ein kühlender Effekt. Also, wenn ihr zu Hause seid und einfach nur auf dem Sofa chillen wollt bei so einem warmen Wetter, dann zieht einfach das hier an für 7 Euro, Größe M. Und da oben ist noch ein Logo drauf. Ich finde irgendwie, das erinnert mich ein bisschen an Ocean Apart. Also zu diesem T-Shirt-Kleid konnte man das auch drunter gut anziehen, wenn man halt so draußen sitzt, in so einem Schneidersitz oder so, dass man da nichts durchsieht. Und zwar ist es so eine Radlerhose für 2,50 € in Grün, Größe M. Finde ich ganz, ganz toll, wenn man so ein bisschen lockere Sachen untenrum anzieht, dass man da nicht direkt diese Beinprobleme bekommt. Also bei mir reiben immer die Beine, sobald ich schon kurze Shorts anziehe oder keine Ahnung, Röcke und Kleider gehen gar nicht. Deswegen habe ich mir das jetzt gekauft. Dann habe ich ja, wie erwähnt, schon nur ein Basic-Top ergattern können in der Größe M. Das ist für 2,30 € gewesen. Ich weiß nicht, von dem ganzen Stapel war nur ein einziges in Schwarz übrig. Das fand ich sehr, sehr schade. Also Leute, greift da unbedingt zu, wenn ihr das wischen könnt. Dann habe ich noch eine etwas längere Radlerhose. Die ist auch in noch einem dunkleren Grün, auch mit so einem oben größeren Bund. Könnt ihr auch bis über den Bauch ziehen und ja, ist wie gesagt etwas länger. Also könnt ihr auch draußen als Shorts tragen. Also werde ich auch bestimmt so draußen tragen oder beim Sport oder generell zu Hause auch. Größe M, 6 Euro. Und ja, die hat auch so ein Streifenmuster, falls ihr das nicht erkennen könntet. Finde ich voll cool. Also so geriffelt halt. Gab es auch in Schwarz, aber leider nicht meine Größe. Dann schlussendlich habe ich auch eine etwas längere Radlerhose. Ich weiß nicht, ob man das noch Radlerhose nennen kann. Das ist auch für 4 Euro M. Ja, ist nicht so lang wie eine Leggings. Geht schon so ein bisschen über die Knöchel, geht es schon so zu Ende. Kann man super gut als Sporthose, Yogahose, Chillhose in den warmen Tagen kann man das super, super gut anziehen. Ist das hier richtig, richtig süß. Das ist so ein Fußkettchen für 3 Euro und da sind so bunte, neonfarbene Perlen dabei, Kügelchen. Und das erinnert mich wirklich an Sommer, Strand, Urlaub. Und deswegen habe ich es mitgenommen, falls ich mal so Schlabberhosen anziehe, dass ich das mal so dazu anziehen kann. Und dann sieht es auch ganz, ganz schön aus, wenn man so offene Schuhe trägt. Zum Thema Basic habe ich halt hier Haargummis in Schwarz. 1,50 € kann man immer mitnehmen, wenn man welche braucht. Und hier noch ein paar Unterhosen für 7 Euro. Ja, Basics kaufe ich immer halt bei Primark ein. Muss ja nicht näher drauf eingehen. Und zuletzt habe ich auch noch so einen Sport-BH. Also, falls ihr einfach zu Hause chillen wollt oder Sport macht und einfach jetzt generell etwas Lockeres tragen wollt, anstatt gar kein BH, finde ich solche Sport-BHs super gut geeignet. Also schaut mal gerne in die Sportabteilung von Primark rein. Da könnt ihr auch gerne Sportklamotten kaufen, um darin einfach so zu chillen. Weil ich finde so dicke Jogginghosen im Sommer doch ein bisschen zu warm. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt ein bisschen neu eingekauft. Und das war es auch schon so mit den Klamotten und Accessoires. Ich habe hier noch eine Tüte, Leute. Und da wollte ich euch zeigen. Da habe ich einmal diesen Jelly Highlighter gefunden und der ist so cool, ich zeig den euch mal. Ich habe den auch schon in meiner Schminksammlung, glaube ich, noch nicht so richtig gezeigt, falls ich sie schon hochgeladen habe, beziehungsweise zeige sie euch in meinem Primark Make-up Testvideo, wie ich manche Primark Produkte finde und wie sie beim ersten
Tests zu dich kommen werden. Und das habe ich eben gerade erst abgedreht. Und Leute, ich wollte euch nur so mal ein bisschen mal vorbereiten, was ich da alles so gekauft habe, auf was ihr euch freuen könnt. Wie, also das ist auch gerade dieser Primark-Look, um ehrlich zu sein, der gefällt mir wirklich. Da gibt es auch so viele Dupes. Ich meine zum Beispiel das hier ist zum Beispiel auch ein Huda Beauty Dupe. Das kann ich euch auch empfehlen. Diese Farbe, Leute, für 2 Euro. Und das fühlt sich einfach überhaupt nicht trocken an, sondern sehr, sehr pflegend. Und sogar eine Benefit The Real Mascara Dupe in Patusche ist dabei. Leute, und diese Preise, wirklich, ich habe so wenig dafür gezahlt, weil die meisten Produkte alle unter 6 Euro waren. Und falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich versuche es euch in der Infobox zu verlinken. Und falls ich das Video erst nach diesem Haul hochlade, dann schaut unbedingt da vorbei. Und dann würde ich schon mal sagen, das war's mit dem Video. Vielen, vielen Dank, dass du bis jetzt zugeschaut hast. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben. Und falls du mich noch nicht abonniert hast, kannst du mich auch gerne kostenlos abonnieren. Ich würde mich darüber sehr freuen. Unten ist der Button dann noch rot bei dir. Der sollte grau werden. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Sag mir, wie dir dieser Haul gefallen hat übrigens. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.